Hallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exoszockte Sims 4 und ich hoffe auf irgendeine Art und Weise familienadäquat. Ja, was haben wir gestern erlebt? Was machen wir heute? Ja, wir waren irgendwie so da gewesen, dass endlich diese Erweiterung der Computerteile, der Stereoanlage durchging. Maya Müller ist schon irgendwie am Pennen, sie war doch sehr müde gewesen. Und jetzt bin ich hier gerade dabei, so einen kleinen Mitternachtssnack zu mir zu nehmen und Kitami, ja, so ein bisschen Unterhaltung halt, war wie es heute ist, in einer guten Familie. Es sind so manchmal die freundlichen Dinge des Lebens. Wollen wir mal schauen. Was machen die denn da? Hä? Ach, die wollen zusammen Sterne anglotzen. Das haben wir ja ewig nicht gehabt, sowas, dass die Sterne mal hier so angeglotzt werden. Ist ja mal der Hammer. Noch näher können wir ja nicht ranzoomen. Hui, Sterne glotzen. Coole Nummer. Ja, da sehen wir die Sterne. Der Mond zieht seine Bahn dahin. Coole Nummer. Hätte ich nicht gedacht, dass die mal selber auf diese Idee kommen. Was haben wir denn hier noch Schönes? Freundlich. Dramatische Geschichte erzählen. Können wir ja mal machen. Wie sieht es denn mit den Sozialitäten jetzt mittlerweile aus? Sozialitäten sind schon mal sehr schön. Die gehen hoch. Wie sieht es denn bei mir aus? Ah, könnte ein bisschen besser sein. Können wir ihr auch mal ein bisschen was erzählen? Was haben wir denn da? Von Obstkuchen schwärmen. Ich glaube, das geht aber erst, wenn es aus der Sterne zugucken vorbei ist. Krasses Synchronaufstehen. Synchronaufstehen erster Kajüte. Wir können ja mal auch hier noch einen Tag verschönern. Juhu! Kennenlernen. Ich frage mich, warum immer diese Vampir-Texte sozusagen auch bei denen kommen. Die haben ja noch gar nicht großartig mit Vampire zu tun gehabt, ne? Kognitive Konzentrations... ihr wisst schon. Ja. Yeah. Was kann man denn noch Schönes machen? Tanztechniken reden. Machen wir mal. Die guten alten Tanztechniken. Einzelgängerin. Ah ja. Haben wir noch nie gewusst. Das lässt sie ihn einfach eiskalt stehen. Hm? Na, geh mal hinterher. Aha, angenehmes Gespräch. Sehr konzentriert. Ja, so ist das. Es ist 3 Uhr early in the morning. Und die beiden sind noch wach ohne Ende. Und Maya Müller pennt. Toll. So, letztes Thema. Was machen wir denn als letztes Thema? Yang-Lang-Therapie, fesselnde Geschichte erzählen. Machen wir nochmal eine fesselnde... eine fesselnde Geschichte. Aha, etwas über Bären. Und die Bären kämpfen mit Dinosauriern. Aber die Bären... Ja, warte nun. Die brauchen noch ein Ende, die Geschichte. Schön, so viel zum Thema Ende der Geschichte. Will ich das jetzt noch essen oder aufräumen? Ah, aufräumen. Das ist sehr schön, dass ich das machen will. Gut. Ich würde mal sagen, ich gehe mal pennen. Weil ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Gehen wir mal schlafen und wie sieht's denn bei ihr aus? Die könnte theoretischerweise natürlich auch schlafen gehen. Es ist 4 Uhr, hallo. Da geht's dann definitiv schon in die Falle.
Wie sieht's denn da aus? Fokussierte Erleuchtung wegen Sozialkontakt, was? Und Formation der Konstellation. Oh, Konzentration. Ah, okay, okay, okay. So kann's dann gehen. So, ich gehe gerade schlafen. Da liege ich lang, da sieht man's. Und ja. Unsere freundliche Kitami ist auch schlafen gegangen. Irgendwas ist hier noch los. Ah, Maya Müller ist wach geworden. Es ist klar, dass sie wach geworden ist. Super. Ich würde mal sagen, wir geben ihr mal diesen einen Bonus. Wenn ich das noch kann. 3000 noch was. Okay, Belohnungsstore. Merkmal. Wachsam, Mentorin, schamlos, unabhängig, betören, Frucht. Gelehrte. Niemals erschöpft. 4000. Ach, sie hat gar nicht die Punkte. Wir müssen noch warten. Ja. Gut, was hat sie für Bedürfnisse? Sie hat. Ein bisschen Hygiene. Das heißt, sie kann einmal hier sich die Hände waschen und die Zähne putzen. Ja, vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ja, Sauberkeit vor the win, wie man so sagt. Und wenn sie das gemacht hat, sollte sie etwas essen und dann mal telefonieren, ja? Damit die junge Dame hier mal vorankommt. Und dann kann sie wieder theoretischerweise Sport machen und Kitami selber wird jetzt endlich mal das Buch fertig schreiben. Ich muss das Buch fertig kriegen, weil sonst wird das mit diesem Buch irgendwie gar nichts. Die ist ja immer noch bei Blockoland, ja? Ja, das kommt weg. Das bitte auch weg. Ja, guck nicht so irritiert. Das wird dadurch nie besser. Ne? Juhu, sie hat's geschafft. So, dann darfst du ein bisschen was essen. Öffne dir das mal bitte und ja, hol dir mal hier sowas hier raus, ein Gericht, danke sehr. Minzfrische, ja, sehr schön. So, schlafen läuft. Sie ist bald wach. Das ist sehr schön. Spaß müsste noch etwas hoch. Wie sieht's mit dem Hunger aus? Und Sozialitäten sind wichtig. Na? Komm, drück's dir mal rein. Bisschen noch was essen. Wäre nicht verkehrt. Komm, drück hier was zum Essen rein. Yummy, yummy. Schmeckt super. Glaub's mir. Ja. Juhu. So, genug. Sonst wirst du nachher noch dick. Muss ja nicht sein. Bei der Top-Figur, die du hast. Ja, genau, einmal reingepackt. So, es geht an die Stereoanlage. Bitte mal tanzen. Tanzen! So, sie müsste theoretischerweise soweit sein. Ja, ist er auch. Das heißt, sie kann direkterweise anfangen zu schreiben. Das heißt, es geht hier an den Computer. Schreiben, weiterschreiben, Blockoland und Go. Yes. Mensch, da müsste es doch endlich langsam hier fertig werden. Da haben wir's. Frühaufsteherin, die Fähigkeiten sind am Morgen besonders hoch. Tolles Gefühl, ein gut umsorgter Sim ist ein glücklicher Sim. Ja, er scheint sozusagen die Sonne außen. Na, ihr kennt's ja.
die Sonne außen. Oh je. Ganz übel. So, Spaß geht hoch. Sehr schön. So, wie sieht's hier aus? Ja, sie fängt wieder von vorne an, das Buch. Es ist so nervig, mit diesem Buch schreiben, warum das jetzt so... Ich weiß nicht, warum. Sie fängt immer wieder von vorne an. Denkt ans Saufen. Der typische Schriftstellerin, ein guter Cognac, ja. So. Spaß ist gleich Bier um. Dann kann sie einmal mit den Elfen telefonieren. Sollte theoretischerweise reichen. Vielleicht noch den Witcher. Den Witcher JD mit den grauen Haaren. Na komm. Gleich hast es. Sehr schön. So, telefonieren. Telefonieren, telefonieren. Plaudern mit der roten Elfe. Plaudern mit der blauen Elfe. Und plaudern mit den Witcher. Wo ist er? Hier ist er. Der gute alte Witcher. Wo sie dafür auch hingeht. Sie braucht einen guten Empfang, deshalb geht sie nach oben. Kann ich verstehen. Also hat sie kein so gutes Telefon. Mhm. Aha, sie geht zu mir. Apropos mir. Ich könnte mal mich um mein Outfits kümmern. Outfits ändern und ich nehme heute mal so eine Kleidung. Die sieht cool aus. Und dann kann ich weiter hier spielen. Danke. Ich muss sowieso die Logikfähigkeiten hochkriegen. Von daher ist das gar nicht mal so blöd. Ah. Kulturelle Angebote statt. Wird eine Oper aufgeführt. Das ging mir jetzt leider zu schnell weg, sonst hätte ich gerne mir die Oper angeguckt. Na gut. Unterdruck wegen Krankheit. Zähne. Wieso setzt sie sich da hin? Aha, sie telefoniert so weiter. Na, kenne ich den? Muss ich mal gucken, wer hier so lang läuft. Moritz Meyer, okay. Oh, weil ich ein bisschen unter Kontrolle haben. Nicht, dass da irgendwelches seltsame Zeug lang läuft. Erdbeerstrauch. Okay. Lecker Erdbeeren. So, Sozialitäten gehen langsam. Das heißt, du kannst dann wieder auf dein Laufband. Genau, machst einen Ausdauerlauf. Der Lauf der Lauf der Dinge. Sehr schön. Schreibfähigkeit Level 8. Toll. Naja, ein Drittel hat sie wieder. Das ist das unendliche Ding. Das wird und wird und wird und wird und wird nichts. Ist denn überhaupt die Versammlung an der Bonus? Ich sehe hier diese Punkte nicht hochkommen. Ja, ist theoretischerweise an. Irgendwie geht hier der Booster nicht. Irgendwie, keine Ahnung warum. Tantienbericht. Ja, da kommt die Kohle rein. Kohle. Yeah. Sehr schön. Yeah. Passende Musik zum Training. Da übt sie, Maya Müller. Da läuft schon der Schweiß. Ja. Zeig mal, was du kannst. Seniorenpower.de. Ja, und hier ist die andere Seniorenpower. Mitten beim Schach. Und sie hat die Hälfte durch. Kann ja nur noch besser werden mit den Schriftstellereien, ja? Ah, jetzt sehen wir es glitzern. Also bei ihr scheint das zu funktionieren. Da glitzert's. Aber bei mir himself glitzert's nicht. Bin ich ein bisschen schade und warum aber? Keine Ahnung. Kann ich so nie beantworten.
Bei ihr glitzert es auch nicht. Okay, sie ist ja schon auf Maximum. Okay. Maximum. Gemütlich wegen teuren Möbeln. Yeah. Jo, dann kann sie gleich nochmal. Ausdauerlauf. Gleich nochmal. Seniorenpower. Sie ist noch so ein bisschen unschlüssig. Achso, sie ist erschöpft. Okay. Vielleicht sollte sie einen Tee trinken. Was will sie denn machen? Müll leeren. Okay. Kannst du eigentlich machen? Machst du den Müll alle? Wenn du den Müll alle gemacht hast, dann gibt's einen Tee für dich, weißt du? Aber den Müll darfst du ruhig machen. Ne? Das ist schon in Ordnung. Ah, die hat schöne Laufwege hier zu machen im Haushalt. Gut. Na, komm. Bring ihn raus. Aha, Logikfähigkeit 8. Ich kann jetzt die Kristallproben sammeln und unter dem Mikroskop analysieren. Aha. Ich kann gestressten Sims logische Lösungen liefern. Juhu. So, jetzt kannst du dir einen Tee machen. Kann er aufbrühen mit... Was nehmen wir denn da? Gesunder grüner Tee für 15 Simoleons. Ziehst du dir einen gesunden grünen Tee rein? Ha? Dann geht das schon wieder. So, Level 8 haben wir hier. Naja, geht so. Wie sieht's hier aus? Ein Viertel noch. Dann ist das Buch endlich fertig. Endlich. Aber das werden wir nicht mehr heute sehen. Nee, morgen erst wieder. In dem Sinne euch alle einen schönen Tag. Ciao, ciao. Bye, bye. Und Cheerio.